Für mich ist wieder die Zeit gekommen. Die Tomaten werden in ihrem Topf immer größer und benötigen bald jetzt mehr Platz. Das heißt, ich werde sie jetzt vereinzeln bzw. pikieren, damit aus ihnen weitere kräftige Pflanzen wachsen dürfen. Dieses Jahr habe ich ungefähr 30 Tomatensorten in solche Töpfe ausgepflanzt. Also wie ihr sehen könnt, sind da etwas mehr Pflanzen drin. Das ist jetzt die Sorte San Viva, so eine kleine goldene Cocktailtomate, die ziemlich resistent ist gegenüber Braunfäule. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch auch oben in der Infobeschreibung verlinken, beziehungsweise eine Infokarte. Und jedenfalls habe ich die Tomaten jetzt bei mir so Mitte Februar ausgesät, also ungefähr 3 bis 4 Wochen ist es jetzt her. Und wie ihr jetzt sehen könnt, haben die jetzt eine stattliche Größe erreicht. Ich werde die dann schon pikieren, beziehungsweise habe das schon längst angefangen. Es werden ungefähr 300 bis 350 Pflanzen bei mir sein. Und das Pikieren macht man einfach deshalb, um die Tomate einerseits einen besseren Wurzelwachstum zu geben und damit die halt auch einfach auch Platz haben können, weil so können sie ja theoretisch gesehen nicht weiter wachsen. Und das Pikieren mache ich halt, wenn die frühestens wenn sie zwei ausgereifte Blattpaare haben, also nach den ersten beiden Keimblattpärchen dann nochmal welche haben, dann kann man die dann schon anfangen in einen einzelnen Topf zu pikieren. Und ich nehme dafür als Substrat meine Komposterde, die ich da selbst gemacht habe, weil die halt vom Mikrobiom her auch zu mir im Garten passt, weil ich da den Kompost auch immer mit einarbeite. Das heißt, dass die Pflanzen sich auch an das Mikrobiom gewöhnen und sich dadurch auch, ja, ich sag mal, besser anwachsen können. Und die setze ich dann auch ziemlich tief. Also ich setze sie bis zum ersten Blattpaar. Man kann sogar die ersten Keimblätter entfernen, wenn die Tomaten etwas größer sind, und dann die so tief setzen, dass sie halt an diese, dass der komplette Stiel bis zu den Blättern in der Erde ist, weil an den Stielen bilden die Tomaten nochmal Seitenwurzel. Es gibt denen nochmal Stabilität, Rückhalt, und dadurch wachsen sie auch dann nochmal viel schneller. Zu empfehlen ist es auch, wenn ihr die Tomaten pikieren wollt, dass ihr vorher nochmal den Topf mit der Erde, wo die Pflanzen drinstehen, nochmal schön feucht macht, damit die Erde einfach feucht ist, dass, wenn ihr dann da reinlangt, die Pflanzen einfacher von der Erde trennen könnt und ihr die Wurzel nicht zu stark schadet. Das ist, wenn es dann richtig trocken ist, eure Erde, dann müsst ihr dann nochmal umso mehr aufpassen, wenn ihr die Tomaten entweder mit dem Finger, das mache ich zum Beispiel, um sie zu pikieren, oder mit einem Pikierstab, dann, wenn die Erde zu trocken ist, dann klebt die Erde da dran. Dann kann es sein, dass ihr dann zu viele Wurzeln abreißen und eure Pflanzen dann auch mit eingehen. Schaut es dann ungefähr aus, wenn ich die Tomaten vereinzelt habe, beziehungsweise pikiert in ihre eigenen Töpfe. Das sind jetzt nicht die größten Töpfe, habe ich einfach aus dem Grund, weil ich sie dann schon Mitte April bei mir in die Gewächshaus- und Folientunnel reinsetzen möchte. Das mache ich so jedes Jahr. Hat bis jetzt immer ziemlich gut funktioniert, und die sollen jetzt einfach nur in den kleinen Töpfchen anwachsen, größer werden, und dann möchte ich sie eigentlich so schnell wie möglich dann auch rausbringen. Da habe ich auch noch ein kleines Experiment. Den werde ich da jetzt auch nochmal umtopfen müssen. Also der ist bei mir zu Weihnachten rum wild aufgegangen. Der war mit in der Erde drin, wo ich die Süßkartoffeln da reingesteckt habe. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann lässt ihn halt einfach wachsen. Hast ihn ziemlich gut überwintert. Hatte auch schon die ersten Blüten. Habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht, aber dachte ich mir, nehme ich ihn dann einfach mal mit. Wenn ihr eure Tomaten pikiert und in einzelne Töpfe gesetzt habt, dann ist es natürlich auch wichtig, die wieder anzugießen, damit halt die Wurzeln wieder vollgeschlemmt werden mit Erde. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr die Tomaten vielleicht für 2 bis 3 Tage nicht in die pralle Sonne stellt, weil dann kann es sein, dass die Pflanze möchte sich erstmal erholen von dem Schock, muss er dann auch mal, ist noch nicht angewurzelt, das hat ja auch Probleme mit der Wasserversorgung. Wenn ihr den dann direkt in die Sonne reinstellt und es dann ein bisschen wärmer, dann kann es dann, dass eure Pflanze eingeht. Also von daher würde ich sie dann erst vielleicht im Halbschatten stellen, die Pflanzen. Oder wenn es halt jetzt bewölkt oder bedeckt ist, dann könnt ihr sie auch draußen den ganzen Tag stehen lassen. Keine Angst, wenn ihr jetzt irgendwelche Fehler macht. In der Regel sind Tomaten eine sehr einfache Kultur. Das heißt, die wollen wachsen. Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel zu viele Wurzeln beschädigt an den Tomaten, versucht es trotzdem, setzt sie einfach in den Topf rein, gießt sie an, und vielleicht kommt sie dann ja trotzdem. Also Tomaten, wie gesagt, die wollen einfach nur wachsen. Also mit denen habe ich schon alles Mögliche gemacht, von starken Frostschäden bis starken Hitzeschäden, und die Pflanzen sind trotzdem gekommen. Also von daher
kann man eigentlich gut damit anfangen, ist wirklich eine einfache Kultur. Und dann wünsche ich euch noch einfach viel Spaß mit euren Tomaten, wenn sie dann auch schon so weit sind zum Pikieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch Freunden, Bekannten und Familien dieses Video weiterempfehlen, ist auch sehr gerne gewünscht, natürlich auch den Kanal. Und schreibt auch gerne unten in die Kommentare, welche Tomatensorten ihr zum Beispiel momentan an der Vorzucht habt, wie weit ihr schon damit seid, ob ihr auch schon pikiert habt oder auch nicht. Gerne alles unten in die Kommentare schreiben, lese ich sehr gerne. Und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch biete ich hier zum Beispiel Kurse an, zum Beispiel die 42-Tage-Challenge in die Grundlagen für die Selbstversorgung und Permakultur. Coachings biete ich auch alles Mögliche an. Wie gesagt, findet ihr alle unten die Links in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.